Ich möchte Ihnen die nächste halbe Stunde ein bisschen was erzählen, was man labordiagnostisch machen kann. Das Ganze geht natürlich nicht ohne den Patienten. Das heißt, Sie werden immer den Patienten im Vordergrund betrachten müssen. Was hat er für Beschwerden, asthmatische Beschwerden, Hauterscheinungen, Neurodermitis, Rhinitis, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit. Also das sind die klassischen Symptome, die Sie bei den Umweltpatienten ja kennen, die aber natürlich auch zu anderen Erkrankungen passen würden. Als nächstes kommt natürlich immer die Frage erst einmal, haben Sie Schimmelpilz in der Wohnung? Das haben wir eben ja sehr ausführlich betrachtet. Und Sie müssen das natürlich auch betrachten, wie hoch ist die Ausdehnung, was ist dort zu finden. Und dann können Sie dort die entsprechende Diagnostik nachweisen, Diagnostik machen, die aus drei Möglichkeiten oder zwei Möglichkeiten besteht. Einerseits die Wohnung untersuchen, hier die Schimmelpilze nachweisen und zum anderen natürlich auch die Laboruntersuchungen bei den Patienten durchzuführen. Das erfolgt in der Regel aus Blut und Urin. Was kann ich jetzt vor Ort machen? Ich kann natürlich sehr teure Untersuchungsverfahren durch Experten mir heranholen. Das ist auch in den meisten Fällen notwendig. Aber ich kann natürlich auch erst einmal eine Übersicht mir verschaffen, indem ich sogenannte Sedimentationsplatten hinstelle. Das sind Agarplatten, die eine bestimmte Zeit aufgestellt werden und die dann eben Schimmelpilzsporen haben. Aber das ist die ungenaueste Methode. Es ist eine sehr, sehr ungenaue Methode, mit der Sie lediglich orientierend sagen können, jawohl, ich habe Schimmelpilze in der Wohnung oder ich habe keine. Der Nachteil dieser Sedimentationsplatten ist, dass sie überhaupt nicht berücksichtigen, ob die Außenluft möglicherweise Schimmelpilze einträgt. Sie stehen an der falschen Stelle. In der Regel werden sie falsch geöffnet. Also das ist ausgesprochen schwierig, mit diesen Sedimentationsplatten tatsächlich auch einen validen Befund zu machen. Sie können natürlich punktuelle Entnahmen machen, das heißt also Abstrichtupfer, Abklatschproben nehmen, Feuchtigkeitsstellen entnehmen, die Bücher untersuchen, was auch immer. Dann haben Sie aber immer nur eine punktuelle Aussage. Sie haben hier eine Gesamtübersicht darüber und Sie können natürlich auch Material, also durchfeuchtetes Material, Rigipswände, Fußleisten untersuchen, welche Schimmelpilze Sie dort haben. All diese Verfahren können wichtig sein für den sogenannten Lymphozyten-Transformationstest. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Diese Sachen haben wir eben gerade zur Genüge gesehen. Hier handelt es sich ausschließlich um Bilder aus dem Internet. Wir sehen sehr viele dieser Sachen, die uns die Patienten mitbringen. Es ist teilweise katastrophal, in was für Wohnungen Patienten wohnen müssen und ihnen gesagt wird, na, du kannst ja ein bisschen besser lüften, dann wird das schon besser. Also wie gesagt, die Zahl an Schimmelpilzen und die Ausdehnung und welche Flächen, haben wir eben gesehen, sind ausgesprochen umfangreich. Was wir machen, ist dann wiederum zum Beispiel auf den Sedimentationsplatten uns damit herumzuschlagen, ist das wirklich ein Befund oder ist es kein Befund? Und da ist es sehr wichtig, wie entnehme ich das Material? Dieses mittlere Bild zum Beispiel, dort ist ein Mukor sichtbar. Das heißt, der Mukor wächst innerhalb von Stunden über so eine ganze Platte, wenn es ihm gut geht, und Sie können gar nicht sehen, was eigentlich darunter wächst. Meistens werden die Platten nach dem Motto viel hilft viel lange offen stehen gelassen und sie haben einen Rasen von Bakterien oder auch von Pilzen, aus denen sie nicht weiter differenzieren können, was ist jetzt wichtig und was ist unwichtig. Deshalb plädiere ich immer dazu, nehmen Sie sich einen Sachverständigen, wir haben ja auch Sachverständige nebenan stehen, das ist uns leider ein bisschen bei der Organisation schiefgegangen, eigentlich sollten die hier in diesem Raum stehen. Also es gibt sehr viele Sachverständige, einige sind hier vor Ort, die eben sehr gewissenhaft, sehr genau eben gucken können, welche Spezies in der Wohnung auftreten und wie vor allen Dingen die Belastungssituation tatsächlich aussieht. Kommen wir dann, wenn wir dieses Feld verlassen, weil das wie gesagt durch Bauingenieure, durch Gutachter abgedeckt werden kann, zu den eigentlichen labordiagnostischen Parametern, da kann man natürlich eine ganze Menge machen. Wichtig ist immer die Ausscheidungskapazität, Kreatinin, Cystatin C, Elektrolyte eventuell bei eingeschränkter Nierenfunktion bei älteren Patienten. Ich erzähle Ihnen hier nichts Neues, wenn ich sage, gucken Sie sich die Gamma-GT an, die Cholinesterase, um auch das Umfeld des Patienten abzuklopfen. Wichtig dabei ist mir aber, dass Sie gerade bei der Differentialdiagnose Müdigkeit auch immer nach den Schilddrüsenwerten gucken. Es ist erstaunlich, wie viele Hypothyreotika man doch in der Umweltsprechstunde findet, wo kein Mensch eigentlich mal drauf geachtet hat. Ich gucke grundsätzlich auch über die Elektrophorese, die jeder kennt. Ich werde Ihnen gleich noch ein Beispiel zeigen, um zu gucken, ist eine akute Entzündung, wie ist das Immunabwehrsystem des Patienten aufgebaut, setzt er sich mit einer akuten Entzündung auseinander.
Das sind alles Kassenleistungen, die bezahlbar sind, die nicht teuer sind und die durchaus eben zu einem Check dazugehören. Verlassen Sie diese Schiene Gamma-GT, GOT-GPT, bei GOT und GPT wird der wenigste etwas daraus ableiten können für seine Umweltmedizin. Die Gamma-GT ist aber wichtig. Ich habe Ihnen hier mal so einfach einen Befund angeguckt, wie Sie ihn zuhauf eigentlich sehen, jetzt hier aus dem September noch, und Sie sehen, aha, ein bisschen Bilirubin erhöht, Cholinesterase ist so mittelgut, und was wichtig ist, ist eigentlich das Cystatin C. Sie haben einen normalen Kreatininwert, häufig bei älteren Patienten, älter fängt bei mir ab 65 dann auch an, und das Cystatin C ist dabei erhöht. Das kann ein Hinweis darauf hin sein, dass möglicherweise eine Nierenschädigung da ist, aus welchem Grunde auch immer, aber das muss man berücksichtigen, weil das natürlich für die Entgiftung auch wiederum wichtig ist. Cholinesterase immer ein guter Marker, wie gut ist die Leber noch in der Lage, bestimmte Eiweiße aufzubauen, zu verstoffwechseln, anzukoppeln und so weiter. Und der zweite Befund, den Sie sehen, neben dem Selen und Zink, es ist nicht das intrazelluläre Zink, nicht das intrazelluläre Selen, aber gibt Ihnen trotzdem eine Aussage, ob möglicherweise vermehrt verbraucht wird. All diese quantitativen Messungen sind nur Punktsituationen, das heißt momentane Situationen, die sich in den nächsten 4 Wochen schon wieder verändert haben können. Aber Sie sehen darüber auch den Befund einer Hypothyreose, FT4 erniedrigt, TSH erhöht, was natürlich auch ein Beispiel für oder eine Möglichkeit für die Müdigkeit sein kann. Die Elektrophorese wird eigentlich standardmäßig von ganz vielen Leuten immer gemacht, aber keiner guckt sie sich eigentlich genau an, weil das war diese Nummer mit diesen vielen Gipfeln und keiner weiß eigentlich genau, was verbirgt sich hinter den einzelnen Gipfeln. Wichtig ist, dass ich damit immer bei einer Erhöhung nach diesem großen ersten steilen Massaker, die einen Hinweis auf eine Entzündung, Albuminverlust hinweist, eben die ganzen chronischen und aktiven Entzündungen differenzieren können. Also man guckt eigentlich auf diese nächsten 2, 3 Zacken, um zu gucken, ob dort etwas verändert ist, um auch gerade auch Schädigungen der Niere weiter ausschließen zu können. Also die Elektrophorese wird gerne gemacht, sie ist nicht so fürchterlich teuer, aber sie wird nicht ausgewertet. Ich kann Sie nur animieren, sich darauf damit auseinanderzusetzen. Was ist mit den Entzündungen? Sehr viele Umweltpatienten oder auch Schimmelpilzpatienten haben irgendwo eine Entzündung, bedingt dadurch, dass die Nasennebenhöhlen entzündet sind, dass eine Rhinitis besteht oder möglicherweise Hautdefekte auch vorhanden sind. Also ganz viele Möglichkeiten. Sie sehen hier ein niedrig erhöhtes CRP. Das ist immer so ein Fokus, wo man dann sagen muss, ich muss weitersuchen, wo liegt die Entzündung. Unterstützt wird das durch die Leukozyten. Hier müssen Sie wieder fragen, Raucher oder Nichtraucher, denn Raucher haben grundsätzlich erhöhte Leukozytenwerte. Was Sie dann eben hier noch sehen, sind die Lymphozyten hier grenzwertig. Was ich noch zeigen wollte, sind die Eosinophilen. Natürlich ganz viele Schimmelpilze machen auch eine entsprechende allergische Reaktion, was Sie sehr schön an den Eosinophilen dann auch ablesen können. Dann gibt es die Pulmonologen unter Ihnen, die dann natürlich weitergehen und sagen, wie ist die Lunge aufgebaut, welchem Phänotyp gehört die Eiweißzusammensetzung der Lungenoberfläche an. Da gibt es verschiedene Typen, die anfälliger sind für chronische Bronchitiden, für Atelektasen. Und da in dem Zusammenhang spielt natürlich auch das Alpha-1-Antitrypsin eine Rolle. Manche von Ihnen oder sehr viele von Ihnen machen die Lymphozytendifferenzierung T4, T8, die natürlich mehr bei HIV-Patienten eine Rolle spielt. Das ist ein ausgesprochen schwieriges Modell. Ich habe Ihnen das hier mal dargestellt. Ich werde das auch nicht im Detail jetzt runterbeten, sondern wichtig ist einfach, dass bei entzündlichen Prozessen eine ganze Reihe von Interleukinen freigesetzt werden, die entweder die Makrophagen aktivieren oder die B-Zell-Lymphozyten aktivieren. Beides ist wichtig für die Abwehr im Körper. Beides kann auch aktiviert werden bei Schimmelpilzkontakt. Und von daher kann ich also an dem Gleichgewicht zwischen TH1 und TH2, Sie sehen, das sind diese grüne und dieser blaue Kreis in der Mitte, sehen, ob eine Verschiebung auftritt und feststellen, ob möglicherweise vermehrt IgE aktiviert wird, weil eben eine allergische Komponente vorhanden ist. Wichtig ist bei diesem Parameter, T4, T8 Lymphozyten sind nicht über Tage haltbar. Das heißt, hier kommt die Präanalytik ins Spiel. Sie müssen darauf achten, dass das Material auch zeitnah im Labor ankommt. Das ist sowieso bei der ganzen Labordiagnostik ein Problem. Es gibt bestimmte Parameter, die einer Tagesrhythmik unterliegen. Wir haben dort hinten bei uns am Stand nochmal solche Präanalytik-Kübeln, wo das alles
aufgelistet ist. Wichtig ist auch zum Beispiel die Beeinflussung der Nahrungsaufnahme. Wer zum Beispiel Pestizide bestimmen will und hat vorher eine Tasse Kaffee getrunken, wird etwa doppelt bis dreimal so hohe Werte haben wie ohne den Kaffee. Und durch solche Maßnahmen kann natürlich schon eine Verschiebung der Parameterhöhe auftreten, die Ihnen nachher dann im Verlauf dann Schwierigkeiten macht. Räuchern, alles und so weiter, Stauen will ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber achten Sie darauf, dass wichtige Informationen der sehr teuren Parameter wie Interleukine ausgesprochen transportempfindlich sind. Das heißt, es bringt nichts, wenn Sie das in der Praxis abnehmen, ins Labor karren. Wir karren es dann nach München oder nach Bremen oder sonst wo und die Kühlkette ist nicht aufgehalten. Dann haben Sie in dem Räuchchen keine Enzymaktivitäten mehr. Das muss man mit berücksichtigen. Kommen wir zurück zu den Schimmelpilzen. Die Schimmelpilze setzen natürlich eine ganze Reihe von Aflatoxinen frei, die dann wiederum, oder Mykotoxine, die dann als Radikale wirken. Auch das ist schon angesprochen worden. Sauerstoffradikale sind in der Lage, alle möglichen Zellmembranen anzuknabbern und vor allen Dingen Entzündungsprozesse aktiv im Laufen zu halten, womit wieder bedingt ist, warum das CRP zum Beispiel erhöht ist. Was passiert bei den Entgiftungen? Sie haben als Radikale, Sie kennen das sicherlich, H2O2, das hat man früher auf Wunden getan, um die Bakterien abzutöten, ist ausgesprochen aggressiv, weil es einen Sauerstoff zu viel hat. Und der Körper ist eigentlich mit nichts anderem bemüht, als dass wir diesen Sauerstoff in Wasser umwandeln. Weil wir aus dem Wasser kommen, wird wieder Wasser produziert und Wasser ist eben harmlos. Und das Ganze macht das sogenannte Glutathion Peroxidase, die eben einen Sauerstoff übernimmt, einen Wasserstoff dazugibt und dann daraus H2O produziert. Diese Antioxidantien haben wir an ganz vielen Stellen, auch diese können wir quantitativ messen im Körper, aber sie sind a teuer und bestimmte Glutathionperoxidasen bauen sich so schnell ab, dass man nach der Entnahme bereits das Räuchchen auf Eis stellen muss, es gekühlt zentrifugieren muss, um es dann sofort tiefzufrieren. Das wissen viele Leute nicht und viele negative oder niedrige Plasmaspiegel werden deshalb erreicht, weil eben die Präanalytik nicht eingehalten wird. Ein anderes schönes Beispiel ist das sogenannte Malondialdehyd, etwas stabiler, weil es eine Auskunft darüber gibt, wie fest die Lipidmembranen einer Zelle sind, die natürlich auch durch O2, also durch Wasserstoffsuperoxid, bombardiert werden können. Und auch hier gibt es eine ganze Reihe von Glutathionperoxidasen, die das auffangen. Ein wildes Bild, eigentlich ganz hässlich, aber Sie sehen immer wieder an verschiedenen Stellen H2O. Das muss eben erreicht werden, dass diese Enzyme in der Lage sind, Wasser aufzubauen. Sie können Antioxidantienspiegel bestimmen. Wir kommen jetzt zu den teureren Aussagen, wie zum Beispiel Selen und Zink. Diese Untersuchungen sind zwar auch Kassenleistungen, aber geben auch nur wiederum eine Momentsituation wieder. Sie können an erniedrigten Spiegeln sagen, okay, es besteht akut ein oxidativer Stress. Sie können aber trotz zuvor auch sagen, wenn er niedrig ist, das ist immer noch ein Stress vorhanden. Aber Sie sehen schon an dieser Aussage, es wird schwammig. Also man kann nicht alle niedrigen Selen- und Zinkspiegel damit in Einklang bringen, dass irgendwo eine oxidative Stresssituation besteht. Aber wichtig ist für Sie, dass Sie substituieren müssen, um letztendlich eine ausreichende Zufuhr zu bekommen. Die Vitamine werden auch sehr gerne bestimmt, vor allem Vitamin C. Im Sommer können Sie eine Vitamin C-Bestimmung unterlassen. Das bringt Ihnen nichts, weil nämlich im Winter eigentlich auch, weil in sämtlichen Fruchtsäften ist überall Vitamin C beigemischt, sodass Sie ausreichende momentane Situationen oder ausreichende Spiegel an Vitamin C haben sollten. Vitamin E, B6, B12, da verhält es sich etwas anders. Kommen wir zur Allergie. Sehr viele Schimmelpilze oder alle Schimmelpilze sind in der Lage, eine Allergie auszulösen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einerseits das Gesamt-IgE bestimmen, ich kann die Eosinophilen bestimmen, aber ich kann auch sogenannte Rastuntersuchungen machen. Das heißt, ich versuche herauszukriegen, ob die Mastzellen im Körper in der Lage sind, auf bestimmte Antigene zu reagieren und kann das in bestimmte Labordiagramme einbringen und eine Aussage dann machen, ob eine hohe Allergieneigung besteht oder keine Allergieneigung besteht. Darauf abgestimmt kann ich dann eine Desensibilisierung einleiten. Ich sollte dieses aber immer im Zusammenhang mit sogenannten Pricktesten oder nasalen Provokationen zusammen bewerten. Sie sollten nie alleine nur auf einem Rastbefund oder einem Gesamt-IgE eine Hyposensibilisierung einleiten.
ganz wichtig für Sie als Niedergelassene nochmal, ab dem 1.10. hat die KBV einen Erlass erlassen, dass es nur noch einer bestimmten Menge an RAS-Testen abrechenbar ist. Das heißt, Sie dürfen pro Quartal, pro Patient, ich glaube, nur 10 RAS-Teste entsprechend in Ansatz bringen. Ansonsten verlieren Sie Ihren Bonus und wir bekommen auch keine Bezahlung als Labor dafür. Da gibt es natürlich schon wieder Möglichkeiten, dem gegenzusteuern, indem ich Gruppenallergene bestimme. Die Firma Faria ist auch draußen, da kann man sich das genau erklären lassen. Wichtig ist wiederum, dass aus den 380 Schimmelpilzen, die man so grob kennt oder nur von den Schimmeln, Penicillium-Arten, natürlich nur eine ganz kleine Handvoll in der Lage ist, über diese RAS-Teste auch ausgetestet zu werden. Dann gibt es neben der Allergie vom Soforttyp die Allergie vom verzögerten Typ, Typ 3. Dort werden sogenannte präzipitierende Antikörper bestimmt. Und zwar kommt es im Körper, der Körper versucht ja diese eindringenden Allergene abzupuffern. Es kommt zu Antigen-Antikörperkomplexen, das heißt, die werden zusammengeballt und diese Antigen-Antikörperkomplexe stören natürlich auch wieder im Körper. Also lösen sie eine entzündliche Reaktion aus. Damit sind wir wieder bei dem CRP, wieder bei der BSG-Erhöhung und bei dem Anfang Gesagten. Diese Zusammenballung führt aber dazu, dass inflammatorische Prozesse da sind, die dann auch die Zellen kaputt machen. Es kommt zu einer Erhöhung von Autoimmunantikörpern.